Willkommen zurück bei Let's Play EDF Insect Armageddon. Ich bin immer noch TG Operator und laufe immer noch durch die Straßen von New Detroit. So heißt die Stadt hier doch, oder? Glaub nicht. Glaub ich zumindest. Und wir sind immer noch dabei, riesige Ameisen zu verdreschen. Genau. Mehr Kollegen, wie geht's? Hi. Hi. Ach du Kacke, die Viecher schon wieder. Geht weg! Au! Warnung! Explodierende Waffen können einen selbst verletzen, wenn man so dumm ist wie ich. Geht weg! Okay, man sollte den Maschinen den Geschützturm auch ersetzen, wenn man ihn hat. Lass sie diese Linie nicht überschreiten! Yeah, stupid Bugs! You need to clean out another anthill to secure this sector. I have activated a new waypoint that marks its location. Proceed to the anthill and neutralize it. Yes, okay, ma'am. Ops, we copy. Oh, kann mir mal einer hier bitte mal helfen? Was macht ihr da hinten? Himmel! Wir müssen diesen verdammten Ameisenhügel versiegeln, ansonsten kommen immer mehr von den Viechern. Ich bin einfach surrounded by Idiots! Stirb doch! Ich komme nicht nah genug ran! Platzen wir die Bombe und weg hier! Ah! Geht aus dem Explosionsraum raus, ihr Decken! Okay! Schön, dass ihr es überlebt habt! Ich freue mich für euch! I have placed a new waypoint on your map marking the location of the EDF supply dump. Make your way over there and refit. And make it quick. You have more ravages incoming. Noch mehr? On our way. Wie viele denn noch? Ja, wir haben immer noch 4 Typen, die uns folgen. Finde ich gut. We've been surrounded by the enemy. They're everywhere. So. Oh yeah. Das Spiel will, dass wir hier mit vollem Leben sind. Das bedeutet noch mehr von den Viechern. Ich dachte schon, What the hell? Lightning, you've got a new threat in the area. It's one of the Ravager Robotics. Intel is calling these things Hectors. Hector! Hallo! Lange nicht mehr gesehen, alte Nase! Gott. Locate and neutralize the Hector ASAP. Roger that, Ops. Konzentriert das Feuer auf die verdammten Viecher. Ich will ja nicht gegen einen riesen Roboter kämpfen müssen, wenn hier Ameisen um mich herum wuseln. Gott. Hast du mich gebissen? Stirb. Das Ding macht uns platt. Haha, volles Leben. Weg. Der Geschützturm macht weiterhin das Ding schön unter Beschuss. Jetzt ist er weg. Hat mein Geschützturm erledigt? Ja, warte, ich platz einfach eine neue. Wie viel Leben hat der? Zentrale, schicken Sie uns bitte Verstärkung, der ist zu hart! Von dem Gott, erledigt! Hector down. Good job on the Hector, Lightning. Noch mehr Ameisen? Command sends Bravo Zulu on that engagement. Now that the Hector is neutralized, I am setting a new rally point for you.
Head for the new waypoint and mop up any ravages you encounter along the way. Affirmative. Oh Gott, noch mehr Viecher. Wir haben eine neue Waffe gefunden, Leute. Ob die für unseren Kampfanzug geeignet ist, ist die nächste Frage. Das finden wir dann heraus. Hörst du auf? Promotion? Ich gebe dir gleich Promotion, Kid. Noch mehr Ameisen. Sie überrennen unseren Planeten. Wir müssen sie aufhalten, koste es, was es wolle. Es ist unsere Aufgabe, die Erde zu beschützen. Wie es unser Name schon sagt, denn wir sind die IDF. Und wir haben mystische Waffen, die unsere Gegner sofort verschwinden lassen, nachdem wir sie getötet haben. Natürlich, ansonsten würden ja Heerscharen von Ameisenleichen unsere Straßen verstopfen. Denn wir machen gut unsere Arbeit. Stand by! Yeah, wir haben die erste Mission. Dementsprechend dann wohl... Buch? Kit! Yeah, wir haben sogar einen neuen Rang freigeschaltet. Finde ich gut. Was bringt uns neue Ränge? Ja, wir können neue Waffen einsetzen. Wir haben ein weiteres Tactical-Paket, und zwar Kontaktminen. Unsere Armor-Klasse wurde erhöht. Wir haben also mehr Leben erhalten. Und wir haben auch mehr Rüstung erhalten. So, was ist das für eine Waffe, die wir gefunden haben? Ein Assault-Riffler für den Battlesuit. Bringt uns nichts. Bringt uns überhaupt nichts, denn wir sind kein Battle. Wir sind Tactical. Okay, nächste Mission. Lightning, new tasking orders incoming. Ja. HQ has received a distress signal from Firebase Clyde. Clyde. Firebase is near your current position and has been overrun by Ravagers. Oh yeah. Saber is inbound and has been tasked with securing the area for sector operations, but they have run into a few snags. I've informed HQ that Strike Force Lightning would be happy to take point on this one. Saber should be joining you soon. Ah, jetzt ist die neue Mission. Jetzt könnten wir uns einen neuen Kampfanzug auswählen. Ha, na gut, da komme ich jetzt endlich mal zu, was ich ja im ersten Video versäumt habe, mal die einzelnen Ränge einzusetzen. Okay, wir haben... Der Tactical ist nicht dabei gerade. Okay, ja, weil wir den schon freigeschaltet haben. Der Tactical... kennen wir ja schon. So, der Trooper. Der normale Trooper kann so gut wie alle Waffensysteme verwenden, also alle Waffenkategorien. Sturmgewehre, Raketenwerfer, zielgelenkte Raketenwerfer, Granatwerfer, Scharfschützengewehre und die Schrotflinten. Battlesuits können dagegen andere Sachen anwenden. Sie können Maschinengewehre anwenden, Missile Launcher, Rocket Launcher, lest die Waffen selber, das sind, die Typen kenne ich nicht. Das sind schwer gepanzerte Typen, ihre Waffen sind durchschlagskräftig und als Upgrade können sie einen Schild einsetzen, den sie vor Schaden schützt. Sie sind langsam, aber wehrhaft. Die Typen hier sind was Besonderes. Nicht nur, dass sie fliegen können, nein, das sind auch diejenigen, die mit Anzugenergie angreifen. Also sie benutzen Energiewaffen. Und wenn der Anzug aufgebraucht ist an Energie, müssen sie landen und erstmal den Anzug aufladen, damit sie auch wieder feuern können. Für fortgeschrittene Gamer, die fliegen können, sehr gut. Sie sind sehr gute Distanzangreifer, aber nicht wirklich mein Fall. Wenn, dann nehme ich den Battle. Aber wir bleiben erstmal beim Tactical. Der Tactical ist und bleibt mir mein Liebster. So. Ha! Seht ihr, jetzt können wir zwei. Jetzt haben wir schon zwei, die wir auswählen können. Und wir haben die Minen dazu erhalten. Finde ich gut. Wir könnten drei weitere Minen pflanzen. Ich nehme lieber mal die Minen mit. Als diese Plasmagranate. War die Operator-Färbung, ganz genau. Hallo, Genosse.
Nein, 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 ich wollte doch die Minen mitnehmen. So, gucken wir mal, was wir für neue Waffen haben. Yeah, wir können neue Waffen kaufen. Wir können neue Waffen kaufen. Nehmen wir die mal. So, was haben wir hier? Granatenwerfer? Haben wir einen Raketenwerfer? Yeah, wir haben einen Raketenwerfer. Ich mag Raketenwerfer an sich mehr als Granatwerfer. Muss ich sagen. Gleicher Detonationsradius, sehr viel kürzere Nachladezeit und die Dinger fliegen in einer geraden Linie. Nehmen wir. So, ab ins Gefecht. Move your squad in, neutralize the ravages and secure the firebase. Was ist denn das für Tiefe? Wow! Das ist fängt gut an. Vorrücken, Männer! Wir müssen Firebase Klaus beschützen. Wir müssen Cloud beschützen. Sephiroth greift ihn an. Jo, ein MacPod. Kampfstation geladen. Feuer frei. Huch. Aufpassen, wenn die Dinger überhitzen, können wir eine Weile nicht feuern. Das ist diese Anzeige, die sich verändert. So, raus und die verdammten Ameisenhügel vernichten. Wir müssen diese Feuerbasis hier halten. Koste es, was es wolle. Huch, und natürlich hier weg. Bleibst du? Da weg bist du! Good job, Lightning. You need to sit tight and hold your position. Tyrus? Will do, Ops. You have Ravages inbound. Okay. Don't let them overrun your position. We need that firebase. Yes, man. The base is turrets. You're going to need all the firepower you can get. Das ist jetzt gut ausgesagt. Minen platziert. Hold the line! Current! Holz allein, na toll, mein anderer Geschützturm ist down! Geschützturm macht gute Arbeit. Der ist zuverlässiger als die Typen hier. Was? Backup? Ach so, Verstärkung. Ja, die Viecher. Oh, verdammt, die Viecher. Wir müssen den Geschützturm weiter unten platzieren. Wir können nicht nach unten mit dem Teil zielen. Der Geschützturm schwächt sie und wir gehen ihn mit dem Ding gegen den Rest. Ha! Verstärkung! Lad das Ding ab, Junge! Roger that, Saber. The more the merrier. Oh yeah! Die nächste Angriffswelle. Aber erst in der nächsten Episode. Denn wieder mal 15 Sekunden um.